So, jetzt kann ich wieder weitermachen, Freunde. Ich musste leider abbrechen, da ein ganz dringender Anruf gekommen ist. Den musste ich abhandeln, da konnte ich nicht anders. So, was ist das? Nö, komm, du bist mir zu doof. Hierzu habe ich mir die Lösung geholt. Und als ich das gelesen habe, war ich verdammt froh, dass ich mir die Lösung geholt habe. Denn es ist letzten Endes so. Hier kommen, wenn ich diese Hebel ziehe, Affen. Da ist zum Beispiel so ein unsichtbarer Affe, den seht ihr gar nicht so wirklich. Hier kommen solche Affen. Die erschießt ihr, so wie ich. Aber den dritten Affen. Den dürft ihr nicht erschießen. Dann ist das ganze Spiel versaut. Der dritte Affe klettert da hoch. Da oben ist ein Schalter. Da würden wir nie im Leben hochkommen. Nicht mal mit Cheats oder irgendwas. Darum, lasst den dritten Affen leben. So. Ich habe gezogen. Wo ist er denn? Da. Der klettert da hoch. Zieht diesen Hebel. Und somit sollten wir dem Äffchen dankbar sein. Und wir gehen weiter. Na toll, der Affe hat unseren Raum geöffnet mit Kotzmumien. Oh, nee. Nicht auf die Kotzmumie zielen. Die Kotzmumie will nicht beschossen werden. Warten wir mal hier, bis sie hier auf der Ecke sind. Zack. So, diese Kotzmumien, die hören sich wirklich an, als wenn die kotzen, Leute. Das ist so. Ja, berührt mich ruhig. Ihr zieht eh nicht viel Leben ab. Da gibt es viel schlimmere Gegner als euch. Ja, ist gut. So, hier ist wieder so ein Stern. Guck mal, wie die Mumien zu mir kommen, Leute. Wo ist das? Ciao. Ach, diese Kotzmumien. Die sind aber auch wirklich super unbeliebt bei mir, ne? Ich glaube, das hier ist aufgegangen, ne? Dieses Tor hier. Diese Tür. Gehen wir mal da rein und gucken mal, was uns hier erwartet. Lasst mich mal kurz raten, Leute. Kotzmumien. Oder? So. Ich hoffe ja immer noch, wenn ich solche Köpfe zerschieße, dass ich da auch Secrets für kriege. Stück Dreh. Dreh dich, Lara. Stück. So. Hier ist noch so einer. Hallo, ich schieß doch da genau rein. Also jetzt habe ich beschissen. So. Alles klar. Auf Wiedersehen, Raum. Ich hoffe auf nie mal Wiedersehen. Tschüss, bis nie. Oh nö, das hört sich ja schon wieder so böse an, alles. Das hört sich alles immer so böse an, findet ihr nicht? Ich glaube, wir machen Levelwechsel. So. Okay. Das schaut mir nach Ziel aus. Ich sehe schon ein Medipack da liegen. Aber hier und da hinten liegt auch was. Aber ich überprüfe den Raum erstmal auf Feinde, Leute. So. Ein kleines Medipack. Und Shotgun-Muni. Super. Shotgun-Muni können wir immer gebrauchen. Abgesperrter Bereich. Ach, hier bist du. So. Hallo, du. Kannst du mal sterben?
Ich schieße jetzt schon eine halbe Stunde auf den. Wieso stirbt er nicht? Na endlich. So. Wenn man eine halbe Stunde auf den Gegner schießt, erwartet man irgendwann auch mal, dass der stirbt, oder? So, jetzt sind wir schon wieder bei solchen Loch-Scheiß. Oh, das gibt's nicht. Sag mal, wie viel von diesem Loch-Scheiß gibt's denn? Das ist doch krass. Hi. Ach komm. Du bist scheiße. Hallo, sterben. Hä? Ich möchte, dass der stirbt. Fertig. Das ist hier mein Level. Ich bin hier als Lara Croft. Und Lara Croft hat keinen Bock auf den da. Auf den auch nicht. Auf dich auch nicht, Harry. So, es ist mal gut. Ich will meine Medipacks schließlich für wichtigere Sachen aufbewahren. So, der Käfer kann mich mal. Der hat mich hier nicht zu berühren. Das Berühren der Figuren mit den Pfoten ist verboten. So. Löst dich auf. Drecksau. So. Und schon ist der Käfer weg. Ich finde, das Spiel bringt langsam wirklich Action an den Tag. Muss ich zugeben. Bisschen mehr, als ich je gedacht hätte, als ich das Spiel das erste Mal anmachte. Denn am Anfang war es doch tödlich langweilig da, oder fandet ihr nicht? So. Sonst ist gut. Töte andere Leute, aber nicht Lara. Töte jeden anderen, aber nicht Lara. So, hier ist noch eine Bodenklappe. Ich habe gedacht, der ganze Spaß hört endlich auf. Eine Bodenklappe ohne Boden. Vergiss es. Tschüss. Da gehe ich nicht rein. Das ist nicht. Das ist nicht. Fertig. Ich gehe doch nicht in den da rein. Da ist nichts. Was ist. Ach, hier fing das, glaube ich, ursprünglich mal alles an, oder? Oder was? Na, das war ja wohl der größte. Das war ja wohl der größte Fehler meines Lebens, dass ich da reingegangen bin. Anscheinend. Noch so ein Ding. Hallo, wo ist der Käfer? Ich höre da ganze Zeit so einen abgekackten Käfer. So, das nehmen wir mit. Ja, alles klar. Alles klar. Medipack nehmen, scheiß drauf. Wo kommt der auf einmal her? Achso, jetzt bist du schon tot. Gut. Guter Käfer. Hast du gut gemacht. Was ist das? Medipack. Oder so. Medipack. Nehmen wir mit. Können wir gebrauchen. Natürlich more. Es war doch kein Fehler, in diesem Raum zu gehen, obwohl er der Horror war. So. Wir gehen hier raus. Und kümmern uns jetzt um unser folgendes Projekt. Ja, eine riesengroße Pyramide. Auch hier waren wir schon mal übrigens. Ja, man kann da nichts dran ändern. Ne? Man landet immer wieder an denselben Stellen. Und, ja. Irgendwie kommen wir da ja auch nicht drum rum. So, da will ich hin. Das ist mein Ziel. Diese Pyramide wird von uns bestiegen. So. Wie das geht, wird sich im Vereinzelten zeigen, hoffe ich. Und das ist schon unser Todesurteil? Nee. Es war noch nicht unser Todesurteil, aber das Todesurteil ist nicht weit entfernt. Wir versuchen das Beste.
Das ist unser Todesurteil auch noch nicht. Okay, wann ist denn aber unser Todesurteil gestrickt? Oder geschrieben? Ist das unser Todesurteil? Nein! Das gefällt mir gut. So. Nö! Nö! Geh weg, du Kakerlake! Scheiße. Gut, ich verabschiede mich von euch und wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir diese wunderschöne Pyramide erklimmen. Ciao!